Merkel, Ihr Fazit nach diesem Abstiegskampf-Duell? Ja, ich finde das Wort Abstiegskampf, zumindest was die Leistung unserer Mannschaft oder meiner Mannschaft anbelangt, nicht korrekt, ja, weil wir haben heute wirklich richtig guten Fußball gespielt. Wir waren über 90 Minuten die klar spielbestimmende Mannschaft, haben es allerdings leider nicht geschafft, uns für diesen Aufwand, den wir betrieben haben, zu belohnen. Welchen Aufwand haben Sie denn betrieben? Können Sie mehr dazu sagen? Ja, wir haben den Gegner über 90 Minuten am Laufen gehalten, haben uns eine Unmenge an Torschüssen herausgearbeitet. Der Gegner hatte eigentlich aus dem Spiel heraus keine einzige Tormöglichkeit, waren immer dabei, den Gegner zu beschäftigen und deswegen waren wir natürlich auch deutlich feldüberlegen. Dass zum Schluss nur ein 1-1 rauskam, lag sicherlich an unserer mangelnden Chancenauswertung. Bei Ihnen gibt es ja auch wegen der ersten Mannschaft, wegen der unklaren Situation ja eine schwierige Situation. Inwiefern überschattet das die Situation der zweiten Mannschaft und wie schwierig ist es da, die Mannschaft zu motivieren allgemein? Ja, Motivationsprobleme haben die jungen Spieler überhaupt nicht. Die haben alle noch einen weiten Weg vor sich, die haben alle Ziele. Deswegen ist die Motivation nicht das Problem. Die Gesamtsituation des Vereins belastet uns natürlich alle, beziehungsweise die sportliche Situation der ersten Mannschaft. Zum Glück haben sie heute das Heimspiel gewonnen, was ein sehr, sehr wichtiger Sieg war. Aber für uns ist es einfach wichtig, weiterhin gute Arbeit im Nachwuchs zu leisten, damit wir auch in Zukunft auf gute Spieler bauen können. Was meinen Sie jetzt unabhängig davon, was, wie Ihre Mannschaft am Ende der Saison dastehen könnte, was Sie sich für realistisch halten? Und können Sie ein paar Worte zum nächsten Gegner sagen, zum nächsten Spiel gegen SV Oberaachen? Ja, wir wollen natürlich am Ende des Tages wollen wir über dem Strich stehen. Ja, wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Das war eine klare Zielsetzung vor der Saison und daran hat sich auch nichts verändert. Wir stehen über diesem ominösen Strich und dort wollen wir mit aller Macht bleiben. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das der Mannschaft auch gelingt. Zum nächsten Gegner Oberaachen ist wieder so ein vermeintliches Abstiegsduell, wo wir natürlich versuchen müssen, in dem Heimspiel die 3 Punkte bei uns zu behalten. Es wird eine schwere Aufgabe, ähnlich wie heute auch, aber ich bin da guten Mutes und bin fest überzeugt, dass wir diese Aufgabe lösen werden. Herr Merkel, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen viel Erfolg. Danke.